Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 7. März. Heute haben wir dabei Apple, Tim Cook, Tesla und Huawei. Beginnen tun wir mit Apple. Die haben die Zusammenarbeit mit 5 Hütten und Raffinerien aus ihrer Zuliefererkette beendet. Das liegt daran, dass diese die von Apple gesetzten Standards nicht erfüllt haben und damit sind die halt raus. Denn gerade beim Abbau von bestimmten Rohstoffen setzt Apple bestimmte Abbaumaßnahmen voraus und wenn man sich daran nicht hält und das wird geprüft, dann passiert sowas eben. Und wenn wir schon beim Thema Apple sind, der gute CEO von Apple, Tim Cook, der saß mit dem US-Präsident Donald Trump vor dem, das muss ich jetzt aber ablesen, American Workforce Policy Advisory Board. Genau, und dort hat Donald Trump über Tim Cook geredet, gesagt, wie großartig er wäre und hat ihn dann Tim Apple genannt. Das ist schon fast witzig, ist natürlich falsch. Und anscheinend macht Donald Trump das öfters, denn auch schon der CEO der US-Firma Lockheed, der wurde von ihm auch Marilyn Lockheed genannt und der heißt natürlich auch nicht mit Nachnamen Lockheed. Gestern wurden hier in Amerika auf dem Betriebsgelände in Fremont von Tesla die neuen Supercharger vorgestellt, und zwar die Supercharger V3. Die können in der Spitze bis zu 250 Kilowatt liefern und wenn da so ein Langstrecken Model 3 dran steckt, dann kann dieses innerhalb von 5 Minuten stolze 75 Meilen an Reichweite tanken und da bewegen wir uns ja echt schon langsam in Richtung normale Tankstelle. Das finde ich schon beeindruckend und ja, die werden jetzt ausgerollt und Tesla-Fahrer können dann demnächst daran tanken. Letztes Thema für heute und das hatte sich wohl auch schon angekündigt, auf jeden Fall gab es da schon genug Gerüchte zu. Der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei, der hat jetzt das United States Government verklagt. Es geht darum, dass das US-Government ja Huawei-Geräte nicht zulässt in Amerika, also die dürfen hier nicht verkauft werden. Es sind auch schon ein paar Deals geplatzt, vor denen die kurz standen und wirft Huawei immer Spionage vor. Und dagegen geht Huawei jetzt vor mit der entsprechenden Klage und es ist spannend mal zu sehen, wie sich das so entwickelt und ob sie damit durchkommen oder nicht oder was auch zutage geführt wird dabei und wir werden das natürlich weiterhin verfolgen. Und das war's auch für heute. Ich wünsche euch einen guten Donnerstag und ich hoffe, wir hören uns morgen dann wieder. Bleibt positiv. Hört mehr Geek Talk.